berechne das Integral von 2 bis 3 von x² geteilt durch 1 minus x dx. Wir nennen dieses Integral i und beginnen mit der Berechnung einer Stammfunktion von x² geteilt durch 1 minus x dx. Hier könnte man die euklidische Polynomdivision vornehmen oder man wendet einen kleinen Trick an. Der Trick besteht darin, 1 zu subtrahieren und dann auch sofort wieder zu addieren. So hätten wir x² minus 1 auf 1 minus x plus 1 auf 1 minus x. Und die Stammfunktion dieser Summe, das ist die Summe der Stammfunktionen. Wir schreiben die erste Stammfunktion, indem wir ein Minus ausklammern. So steht als Zähler nicht mehr x² minus 1, sondern 1 minus x². Und in der zweiten Stammfunktion klammern wir ebenfalls ein Minus aus. So steht als Nenner nicht mehr 1 minus x, sondern x minus 1. Hier sehen wir die binomische Formel 1 Quadrat minus x Quadrat. Das ergibt 1 minus x mal 1 plus x, also so. Und somit können wir durch 1 minus x kürzen. Dann bleibt nur noch minus die Stammfunktion von 1 plus x dx. Das heißt minus x plus x² halbe oder auch minus x² halbe. Und hier die Stammfunktion von 1 auf x minus 1 dx. Das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von x minus 1. Um also das Integral i herauszufinden, reicht es, diese Stammfunktion variieren zu lassen von 2 bis 3. Das heißt, wir ersetzen zuerst x da, da und da durch 3, dann erhalten wir diese Rechnung. Dann ersetzen wir x da, da und da durch 2. So erhalten wir diese Rechnung, die von der ersten abzuziehen ist. Somit führt das also zu minus 15 halbe minus ln von 2 plus 4 plus 0, weil ln von 1 0 ist. So erhalten wir als gefragtes Integral minus 7 halbe minus ln von 2. Und das ist die Endantwort auf diese gestellte Aufgabe.